Der 32 Minuten Abschnitt, wenn es denn nicht klappt, dann lasse ich's. Also das ist halt genau wie mit dem U. Also ich meine, mein einziger anderer Boss, den ich noch umbringen kann, oder zurück ins Reich des Vergessens schicken, ist halt, ey, Tod 400, juhu. Ich führe Ashina zum Ruhm. Wie viel Reichweite hat das eigentlich? Oh, es geht eigentlich. Das ist übrigens auch klar. Es ist so unfair! Ey! Hey, was ist denn das gerade? Ich war auch schon mal besser hin zu parieren. Ja, okay, ich block das. Das macht mir ja trotzdem übel Schaden. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Ey! Was war das denn? Na klar, er kann aus dem. Ach man. Am meisten regt mich eigentlich an ihn auf, dass er so. Dass er so. Dass. Oh, hallo! Ich würde gerne mal einen Heiltrank trinken, dass er so viel Varianz hat. Er kann halt total einfach zu besiegen sein. Ja, natürlich trifft mich das. Weißt du? Manchmal ist er total einfach. Und jetzt war ich schon wieder so ein Trippelsprung nach vorne. Weißt du, das ist. Und jetzt, diesmal, habe ich sieben verfickte Dinger verbraucht dafür. Ja, oder so? Das ist halt total. Ich habe ihn doch schon ohne einen Heiltrank. Das erinnert mich ein bisschen an den alten Jäger, ne? Also. Hey! Ich glaube auch sehr unfair finde ich, dass die NPCs in ihren Kämpfen immer sich schnell bewegen können und sofort zuschlagen. Während ich aus dem Rennen nicht einfach so mal aus dem Nichts. Also ich kann aus dem Rennen nicht einfach einen Parry rausholen. Oder einen Schlag. Aber er scheint anfällig für Hit and Run zu sein. Kannst du vollkommen vergessen, gegen den im Nahkampf zu kämpfen. Geht das bei ihm? Oh, das geht. Hä? Ist er zwischendurch weggeflitscht oder was? Oh, das. Dass doch jeder ein längeres Schwert haben muss als ich. Er scheint nicht unendlich viele Lebenspunkte zu haben, ne? Ja, genau. Dark Souls war wesentlich angenehmer als das hier. Dark Souls ist auch das viel langsamere Spiel. An sich muss ich ja nicht nur die Entfernung auswendig lernen, die er mal schafft. Und dann, wenn er seinen Move macht. Zurückrennen. Ich würde halt gerne mal die anderen Phasen sehen, weil die sind bestimmt nicht so einfach, oder? Weil wenn ich jetzt jedes Mal. Na gut, das war jetzt nicht so Perfektion, aber wenn ich jetzt jedes Mal das gleiche machen kann, das kriege ich hier schon perfektioniert, das Hit'n'Run. Guck mal, nach dem Move sind sogar zwei Schlag. Ja! Ja! Genau, als ob, Alter. Das ist.
Warum können andere... Ich bin 431 Mal in Dark Souls 3 gestorben. Das ist ganz schön viel eigentlich. Ach, guck mal, er ist relativ leicht. Ach ja, das hatten wir ja schon. Es geht immer linear nach vorne, also am gleichen Ort. Ja, also... Also... Hit and Run, glaube ich, bis er auf ein Drittel... Hallo! Ich habe mich verklickt. Er macht halt immer so eine wilde Mischung aus... Ich zaubere von mich her, wie zum Beispiel das hier. Was halt eigentlich an sich ein Weltklasse-Move für mich ist, ne? Ah, scheiße. Ich meine, an sich ist der Move super für mich. Dieses Rumfletschen. Ich weiß nicht, ich würde hier mal besser nehmen, aber ich jetzt gerade eine andere Taktik probiere, die halt daran besteht, die meiste Zeit nicht gegen ihn zu kämpfen. Hey, ich habe 19 XP verloren. Wow. das Problem ist halt wirklich, was mich am Anfang halt total arg ist, Genichiro. Das ist Genichiro? Ja. Der ärgert mich halt am meisten, weil der ist halt so... Der ist halt so variabel. Vor allem kämpft er komplett anders. Hey! Ich versteh's nicht! Ich versteh's echt nicht! Das ist... Ja, der macht komplett andere Sachen! Von Kampf zu Kampf. China verhindern. Das ist so... so variabel. Ja, genau. Kriegen wir das noch hin? Komm, Sekiro. Eins, zwei. Warte, den zweiten Schacht ab. Ey! Das ist unfair! Dagegen kann ich gar nichts machen! Hallo? Hallo? Was ist das denn? Ich lasse dich jetzt sterben. Ich übersteuere irgendwas. Moment. Habe ich noch was geändert? Ey, was ist denn das für ein Unsinn? Weißt du, er steht die ganze Zeit in meinem Rücken und egal wohin ich renne, er steht immer hinter mir und ich kann nicht wegrennen. Was soll ich denn dagegen machen? Es gibt nichts, was ich tun kann, um dagegen irgendwas zu unternehmen, außer sterben. Das ist total unfair. Wie soll ich denn dem ausweichen? Vor allem, wenn ich einmal renne, kann ich auch nicht mehr irgendwie blocken, weil wenn ich bleibe eine Sekunde stehen. Was ist denn das für ein Unsinn? Warum springe ich bei dem... verhindern. Ich verstehe übrigens nicht, wie ich ja, da, wenn ich das parry, nicht alle Schläge treffe. Hey! Er macht das vor allen Dingen immer unterschiedlich! Manchmal haut er sofort zu. Hallo! Das nervt mich sowas von, dass er von einem Ult-Move in den nächsten springt. Bist du stark bei ihm deine Haltung? Ja, das, wenn ich perfekt parry, verliere ich keine Haltung. Glaube ich. Oh, ich bin so aus dem Tod. Hä? Jetzt hat er was anderes gemacht. Schon wieder! Er steht halt nur hinter mir! Was soll ich denn da machen? Ich versteh's nicht! Er flitscht halt umher.
Stein ist jetzt eher schlechte Neuigkeit für mich. Ich möchte übrigens mal feststellen, das ist der einzige Stein weit und breit hier. Hey! Siehst du schon wieder? Was ist denn das? Ich kann dagegen nichts machen, wenn er dann dauernd hinter mir steht. Wie soll ich denn davon wegrennen? Ja, genau. Ich habe übrigens gerade mehrfach Parrying gedrückt und das ist nicht ein Schlag, was passiert. Hallo! Es ist so behindert dumm. Der Gegner ist nicht schwer, der Gegner ist einfach nur unfair. Der kann Sachen, die ich nicht kann. Oh, was? Brauche ich das noch? Ja. Warum eigentlich die beiden immer? Ich könnte natürlich die Drachenfeuer auch einfach nicht heilen und das Dings, was ich da nicht kriege, benutzen. Das ist total dämlich. Warum können meine Gegner Sachen, die ich nicht kann? Also, so brachial anders. Das an sich kämpft dieser Gegner ja genauso wie der Wolf selber. Aber er kann die ganze Zeit dabei herrennen und kann dabei zuschlagen. Und ich kann dagegen nichts machen. Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Weil also ich habe keine Gegentaktik gegen sein Verhalten. Oh, das wollte ich nicht. Kamera hat gewackelt, weil das ist einer der Gründe, warum der Controller eventuell Schaden nimmt. Könnte der sein, dass ich gerade mit dem Controller auf den Tisch gerungen habe. Also nur so leicht, aber so ein bisschen halt. Ich meine, der Besuch hier im Palast. Also ich bin übrigens hier, um das rote Zeug wiederherzustellen, weil die Typen droppen hier relativ viel. Weil. Doch nicht. Ich dachte eigentlich, die überlassen relativ viel. Aber anscheinend ist das drei Drittel Ding, was ich gerade habe, nicht von denen. Okay, sind die komplett lebenslos? Okay, ich glaube, sie sollten glaube ich, andere Gegner zum Saugen suchen, weil die droppen hier nichts. Warte mal. Aber nö. Doch mir auch nicht. Echt nicht? Dann können wir hier gleich woanders hingehen. Wegen dem Gold bin ich eigentlich nicht hier. Also ich will jetzt nicht nochmal ein Level leveln. Natürlich auch schön, mal wenn ich versage, nochmal ein Level nachzuschieben, aber deswegen bin ich eigentlich nicht hier. Tenschilger auf das Gerät erhöht die Funktionalität. Ja. Ich fürchte allerdings ist nicht so beim Fittich Elektronik. Das regt mich auf. Warte mal, wo könnte ich denn jetzt, könnte ich denn Glypseen farmen? Vielleicht im Dorf Mibo? Ich glaube, die lassen Zeug fallen. Ja, es ist halt total dumm, dass er halt die ganze Zeit da mehr herrennen kann. Also, das ist deswegen dumm, weil es meine Hit-and-Run-Taktik jetzt halt komplett kaputt macht. Ich meine, wie soll ich denn da wegkommen? Ich meine, das Blocken, funktioniert ja offensichtlich auch nicht, ne? Ja, genau. Bei Absa finde ich eigentlich einen Ballon, fällt mir gerade ein. Weil da fährst du einen Ballon für das rote Zeug, oder? Warte mal. Welcher war denn das hier? Hätten alle die mehr Auferstehungsmacht. Genau, das will ich hier haben. Hallo, haben wir es denn bald? Ich muss dir sagen, die droppen außerordentlich selten Auferstehungsmacht. Ich habe vorhin gar nicht so aufgehört, ist das so ein rares Gut? Hey! Wo hängt das für ein Gegnertyp ab? Ich hab mir darum halt noch nie Gedanken gemacht. Möchtest du auch einen Ballon? Ein Ballon der Seelen?
gut, ein Leben haben wir schon mal. Scheint mir echt ziemlich zufällig zu sein, wer hier wann was droppt. Wenn Attentäter bloß noch eine andere Taste liegen würde. Cool. Nein! Das wäre so effizienter, wenn ich hier einfach in die Masse reinprügeln könnte, aber es geht halt nicht. Ich werde ja auch noch fürchterlich reichbar, ne? Ja, zumindest kommen wir so zu unserem Level hier. Echt ein Ballon. Was war das denn? Ist der hinten hier sein Jan endgültig tot? Einen habe ich anscheinend vergessen. Da hinten nur noch einen. Nee, hä? Hm? Hab ich ihn da gesehen? Die sind immer noch nicht alle tot. Das ist ja ein Ding. Dönermampfen? Den hatte ich auch schon lange nicht mehr. Mindestens eine Woche. Hm. Ach, hier ist noch so ein Grabzwerg. Hm? Ah ja, da vorne. Das ist eine Irre. Top, die wissen rotes Zeug. Ich meine, nur deswegen bin ich hier. Ja, tatsächlich rotes Zeug geworden. Hätte ich mal den Ballon noch. Vor allen Dingen muss ich das jedes Mal machen. Ne? Immer wenn ich ein bisschen weiterkomme in diesem Kampf, muss ich halt jedes Mal die Dorfies wieder umhauen. Um mein Level gegen zu finanzieren. Immer noch nicht. Hey! Och man, hallo! Ist ja auch geil, dass ich die gar nicht treffe. Wissen soll, nur was ich mich hier einlasse. Ich glaube übrigens, der Glöckner ist. Ja, der Glöckner ist wach geworden. So, möchte einer von euch vielleicht das letzte Stück Auferstehungsmacht, was ich noch brauche, droppen? Dem nimmt aber ganz schön Schaden von mir. Wie oft denn noch? Die großen Leute, die gut schauen eigentlich. Hey, das hat sich mein Auferstehungswort. Okay, wir können gehen. Meine Güte. Das hätte schon lange gedauert eigentlich. Hakenhänger ist auch da. Ach, hör mir auf. Hör mir auf. So, jetzt müssen wir nochmal gegen Genichiro vorgehen. Also, ich sehe das halt irgendwie nicht, dass ich irgendwie großartig Erfolg habe, ne? Also, das fühlt sich jetzt gerade nicht so an. Wahrscheinlich müsste ich erstmal perfektionieren. Erstmal perfektionieren, Genichiro umzuhauen. Und danach müsste ich halt irgendwie. Nee, nochmal Konfekt. Dann muss ich halt den Opa auch noch irgendwie tot kriegen, ne? Konsistent vor allen Dingen. Also zumindest das Hit and Run. Das ist halt echt dämlich, dass du halt zwei verschiedene Gegner hast. Ich meine, das ist jetzt nicht viel anders als andere Gegner, aber. Das Problem ist halt, dass gleich die Ansaufnahme an ist, dass Ishin gleich nochmal drei Phasen hat. Und wenn er in allen drei Phasen nicht gleich ist, wird das sogar noch schlimmer. Ich nehme mal an, dass es bei den drei Phasen bleibt, aber dass sie unterschiedlich sind. Das würde mich natürlich richtig ärgern, dass das so ein Fünf-Phasen-Kampf ist. Weil dann verlange ich echt mehr als 10 Kürbiswasserflaschen. Das ist ja
wird es halt ein bisschen dreist, weil das ist halt, das nähert sich dann immer mehr diesen, du musst halt die ganze Zeit perfekt kämpfen, du darfst keinen Fehler machen. Ich und das. Ashina zum Ruhm. Untergang von Ashina. Ich weise übrigens mal darauf hin, wie ich ihn nicht. Hey! Was? Wie? Ja, wie konnte mich das treffen? Deine Kraft. Hallo! Kämpfen. Ja, das ist halt total dumm. Kann ich am Anfang des Kampfes gleich die Küche fassen? Meine, wofür? Ja. Ich habe die Hälfte der Zeit das. Hey! Die Hälfte der Zeit das Gefühl, dass er einfach neben mir steht. Dumm. Und dass er irgendwie sich dafür bewegen muss. Das ist übrigens auch ein viel größeres. Da macht das jetzt noch. Ja, okay, er macht die Dinger tatsächlich zweimal in die gleiche Richtung. Das heißt, ich könnte beim zweiten Schlag. Hey! Ach Mann, ey, das ist. Was soll denn das? Was soll ich denn dagegen machen? Wenn er einfach neben mir steht. What? Hey! Was sollte ich bitte schon gerade machen? Das ist so. Das ist doch einfach unfassbar schlechtes Spieldesign. Ich kann nichts dagegen machen, er steht einfach in mir drinne. Und vor allen Dingen kann ich ihn nie parryen. Es klappt einfach nicht. Egal was ich versuche, es passiert nicht. Hey, ich kann ihn verfickt doch mal nicht blocken. Also entweder es passiert gar nicht. Oder ich verliere halt Ausdauer. Aber ich kann ihn nicht so parryen, dass er Ausdauer verliert. Ach, jetzt noch doch. Aber ich verstehe die Timings nicht. Das nichts in seiner Körpersprache weist darauf hin, dass er jetzt zuschlägt. Es passiert einfach. Ja. Als ob! Warum hat er eigentlich schon wieder mehr Reichweite als ich? Das ist doch prinzipiell das gleiche Schwert, was er hat, oder nicht? Warum hat er mehr Reichweite? Ich verstehe es nicht. Tix, das hier schon mal für Nachtelfen? Das hilft mir gerade nicht weiter. Das macht ernsthaft Charme bei ihm? Also ich habe nicht genug davon, aber... Also dann kann ich ihn immer so ein Drittel Leben runterschießen. Was drücke. Er macht seine scheiße Attacke. Ich denke mir jetzt mal, jetzt versuche ich mal mit Kiri. Nee, er haut mich trotzdem. Es passiert einfach nichts.
Och Mann, ey. Hallo. Vor allen Dingen haut dem das. Das war übrigens wieder. Das waren beides keine guten Parries, ne? Das war, ich habe jedes Mal Ausdauer verloren dafür. Und ich kriege auch keine mehr wieder, weil ich. Ich krieg Ausdauer wieder. Warum auch immer. Und das ist halt. Der hat ein Heli-Skit. Als ob. Ich verstehe es halt nicht. Das scheint mir irgendwie alles sehr unfair, was der macht. Ich habe übrigens schon wieder eine Blase verloren. Das heißt, ich muss gleich wieder anfangen, neue Blasen zu sammeln. Das ist halt auch total dumm, ne? Ich brauche mehrere Wiederbelebungen. Vor allen Dingen, das ist halt, eigentlich es zieht sich der Kampf einfach nur deswegen 100 Jahre, weil ich nicht üben kann. Ich muss halt jedes Mal, nach dem langen Kampf muss ich gegen Genichiro wieder antreten. Genichiro fällt sich da wie ein Arsch und stirbt einfach nicht. Verhindern. Ja, okay. What? Wie hat mich das getroffen? Sag mal, glaubt ihr, ich springe aus Langeweile weg? So kannst du halt auch laufen, dass er halt relativ gut darum geht. Komm, Sekiro. Aber Dark Souls waren zumindest. Was heißt denn jede Phase eines Bosses? Wie viele Bosse in Dark Souls hatten bitte schon verschiedene Phasen? Die haben irgendwann mal angefangen, andere Seiten aufzuziehen, aber an sich waren die. Also mir fällt Friede ein, die eine zweite Phase hatte. Gele hatte eine zweite Phase und eine dritte. Und dann hört es auch echt auf. Ich meine, die komische Rüstung zum Beispiel hat es irgendwann mal regnen lassen. Okay, gut, aber das grundsätzliche Kampfverhalten hat sich. Was ist das denn? Ich kann nichts machen. Ja, klar. Hau mich einfach. Ich kann nichts dagegen machen. Ja. Geil! Die beiden Brüder? Da hinten. So dumm! Hallo! Das war übrigens mein erster Schaden, den ich gegen ihn gemacht habe. Ich kann nicht mal das ausnutzen. Okay! Ja! Natürlich! Es trifft mich! Bestimmt! Weil ich. Ja! Hm? Ey, was ist denn das? Hallo! Es fühlt sich halt so an, als wäre er mir tausendfach überlegen und haut mich halt einfach so platt wie so ein Kind, weißt du? Das ist. So wie er gerade nie mehr hergelaufen ist. So, du kannst ja doch so schnell sein. Ich bin eh viel schneller. Hey! Hey! Was zur Hölle? Warum? Warum weicht der nicht aus? Ich verstehe es nicht. Es passiert nur die Hälfte von dem, was ich will. Weil die andere Hälfte irgendwie doof mit Rumpfuchtel beschäftigt ist. Man beachte vor allen Dingen, wie viel Ausdauer verliert, wenn ich ihn tatsächlich mal treffe. Aber ich kann. Ja! Als ob Sturm halt einfach ran und steh vor mir. Und ich krieg ihn verfickt nochmal nicht geparried. Egal was ich versuche. Ich hab's jetzt langsamer, ich hab's schneller versucht und es klappt einfach nicht. Den ersten Schlag, ja. Zweiter, nö, Lindschaden. Dritter Schlag, ja, da verliere ich den Ausdauer. Nö, tot. So, welche Brüder jetzt immer noch? Wie gesagt, bei Dark Souls gab es nicht allzu viele. Du meinst vielleicht Ornstein und Smog? Nee, die konnte man auch gleichzeitig bekämpfen. Welche Brüder?
Ah, oh, das regt. Warum kriege ich jetzt endlich göttliche Hilfe? Mit meinem halben Level hier. Das regt mich trotzdem. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich hätte eigentlich mit Kirin sollen. Habe ich nicht. Hey! Was war denn das jetzt? Ja. Ach ey, ja klar. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Hey! Warum weicht der verfickt nochmal nicht aus? Warum passiert nichts? Ich versteh's nicht. Und warum trifft mich das trotzdem? Was ist denn das? Die Hälfte der Zeit mache ich irgendwelchen Scheiß und es passiert einfach nichts. Das ist so lächerlich. Echt jetzt? Ja. Mist, ich drück extra. Ja! Er kann ranspringen. Oh, genau. Jetzt sterben, bevor ich ihn nochmal versuche. Das habe ich schon wieder hässlich verbaut. Er springt halt einfach ran, haut alles um, kann das nicht aufhalten, das kann man nicht parryen und hier nicht. Und hier hat er wieder was im Petto und dann steht er auf einmal neben dir. Und der Schlag trifft dich natürlich. 6000 XP? Wie viel brauche ich denn für ein ganzes Level? Oh, 24.000. Ach, sind immer gleich 24.000, glaube ich. Wenn ich 7500 pro One im Blumenpanorama mache, ist das aber konstant? Ich führe Ashina zum Ruhm. Jetzt hat er schon wieder was anderes gemacht. Hey! Ja klar, nö. War kein Parryball, nö. Ich habe ja nicht mal geblockt. Den Untergang von Ashina verhindern. Aber ist gerade einer wieder seiner klassischen Moves, wo er sich nicht davon zurückhalten lässt, dass ich ihn blocke. Na klar, ich esse bloß für vorne mal eine Schildpille, vielleicht wird's dann besser. Erinnert mich wirklich an den alten Jäger. Ist gerade dieses Rumfläschchen, das konnte der auch. Ich habe seinen Namen leider schon vergessen. Ja, spring nach vorne, genau. Ich bin übrigens gerade nach vorne ausgewichen, was dafür gesorgt hat, dass ich jetzt Schaden genommen habe. Ist total geil, weil das Spiel mich nach vorne ausweichen lässt.
Ich habe auch, ehrlich gesagt, Schwierigkeiten, mich irgendwie zu konzentrieren, weil ich mich jedes Mal, wenn er mich irgendwie trifft, darüber innerlich aufrege und auch äußerlich, dass er mich getroffen hat, weil das total unlogisch erschien. Und ich, dass meine Konzentration bricht, das macht mich komplett fertig. Was für eine Scheiße der abzieht. Schade, er hat es doch schon gehabt. Er verliert doch jedes Mal seinen Ausdauer. Wie auch immer ich das gerade geparried habe. Das ist übrigens Phase 1, ne? Wird hier nicht einfacher. Tiefes Einatmen, lautes Ausatmen. Och. Ja. Hab ich schon erwähnt, dass Phase 2 bestimmt kacke wird. What? Rundumschlag, hm, okay. Noch diesen einen Boss in Yakuza Kiwami 1, der mich total aufgeregt hat. Der so strafe und immer mit zwei Pistolen wie der eine Leuchtschal durch ihn gelaufen ist, wie Lucian. Den hasse ich. Hä? Ja. Ehrlich? Das ist... Frag mich, was ich dabei gedacht habe. Also... Sehe ich nicht. Also, echt nicht. Ich verstehe nicht. Wirklich? Gar nicht. Also, das ist jetzt Phase... Naja, 3 eigentlich. Also, das war jetzt Phase 3, das Kampf ist von Phase 4. Und Phase 1 ist noch irgendwie so möglich? Und Phase 2 kann ich mit vielen Mann noch machen. Aber jetzt sag mal bitte einer, was ich in diesem chaotischen Kampf bitte tun soll, damit das irgendwie geht. Also, was soll ich denn da machen? Was erwarten die von mir? Wie soll ich mich da bewegen? Wie soll ich denn das da umherspringen? Was soll ich machen? Wie soll ich denn das verändern? Das ist so chaotisch. Und vor allem, wie soll ich das üben? Wie soll ich das üben? Ich habe jetzt... Ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, anderthalb Stunden fast, 1 Stunde 15 Minuten, um bis dahin zu kommen. Um bis zu dieser Phase einmal hinzukommen. Und die Phase ist total chaotisch und hat irgendwie 10 Movesets. Wie soll ich denn das üben? Wie soll ich das üben?
Der Typ kann rumballern, hat einen Sperr und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich alle Moves bis jetzt gesehen habe. Ich bin einmal hingekommen. In einer Stunde. Wie soll ich das üben? Es gibt keinen Gegner, der ein vergleichbares Moveset hat. Was erwarten die von mir? Nein. Das Projekt ist dann beendet. Ich höre auf. Das reicht mir jetzt. Die scheiß Japaner können ihre komisches Harikudingsbums da 24 Stunden arbeiten und nie irgendwie zu Hause für die Familie was tun. Können sie gerne bei sich in Japan machen. Aber ohne mich. Das ist ein Scheißspiel, ganz ehrlich.